Immer die Kamera spüren, immer die Kamera spüren, immer die Kamera spüren. Auf die Kamera achten. Die Kamera. Hallo, wir sind heute hier im Burgtheater mit Joachim Schnitzler. Aber der Grund, weshalb wir heute da sind, ist eine Burgtheateraufführung von meinem Jedermann, Jedermann Reloaded, am 6. April und 3. Mai. Stimmt? Ja. Aber weshalb wir heute eigentlich da sind, ich möchte mit dir Schauspielunterricht nehmen. Verstehe. Du willst lernen. Ich will sterben und küssen lernen. Aber in erster Linie, oder küssen und sterben. Küssen auf der Bühne und sterben auf der Bühne. Genau. Was hast du denn vorgestellt? Wie das funktioniert? Das weiß ich nicht, das frage ich dich. Oder wo sollen die Hemmnisse sein? Na gut, da gibt es ein paar. Na gut, dann bitte ich dich mal. Gibt es eigentlich verschiedene Arten von Küsse? Mhm. Es gibt verschiedene Arten von Küsse. Es ist harte Arbeit. Bühnenarbeit ist harte Arbeit. Filmarbeit ist harte Arbeit. Kussarbeit ist harte Arbeit. Das ist gut, gute Geste. Schon, oder? Schützend. Das Herz fühlend. Schüchtern. Das öffnet sich langsam Zart. Das Tor, genau. Und ist es ein Zeichen für mich, dass du bereit bist für den Bühnenkuss, ja? Und dann kann ich mich annähern. Dann lasse ich auch meine Rüstung fallen. Okay. Und dann komme ich langsam auf dich zu. Du musst dich zur Kamera drehen, sonst sieht man von dir nichts. Okay. Weil wir deine Emotionen spüren, verstehst du? Und wir spielen ja für die Zuschauer, nicht für uns. Aber miteinander zu den Zuschauern, verstehst du? Das ist nicht so leicht. Das ist kompliziert. Also in der ersten Lektion, Küssen und Sterben, müssen wir festhalten, es ist viel Arbeit, viel Koordination und viel Konzentration. Bis es wenig dann langsam, Gefühl. Wenig Gefühl, richtig. Das Gefühl muss hinter der Bühne stattfinden. Auf der Bühne ist es mehr Mechanik. Ja. Verstehst du? Mhm. Man lässt nur die Abwehrmechanismen fallen. Aha. Und arbeitet daran, die Abwehrmechanismen loszuwerden. Okay. Das tun wir gerade, oder? Ja, das wir gerade tun. Aha. Abwehrmechanismen fallen lassen, die Rüstungen öffnen, um dann aufeinander zugehen zu können und die Situation, die wir spielen wollen, spielen zu können. Ja. Verstehst du? Ja. Ich gehe auch nicht als Joachim Schnitzler einfach ins Bett und liebe den Georg Schneider. Sondern wir proben das, wir lesen das, wir nähern uns an. Mhm. Plötzlich dann, wenn es soweit ist, wenn die Kamera läuft, dann klappt es einmal. Dann funktioniert es. Okay. So ist es. Was ist eigentlich der Unterschied dann zwischen also der Männer und Frauen zu küssen? Küssen die anders? Ich sag nein. Wichtig, dass die Kamera uns sieht. Also. Genau. Aber wie funktioniert denn das jetzt da? Einfach mit dem Bewusstsein zur Kamera hin. Okay. Immer die Kamera spüren, immer die Kamera spüren, immer die Kamera spüren. Auf die Kamera achten. Die Kamera. Sehr gut. Wenn der Regisseur das spürt, dann spüren es auch die Zuschauer. Verstehst du? Ja. Das war das gespürt? Hast du es gespürt? Ich aber auch. Na bitte, haben wir es alle gespürt. Genau. Und jetzt können wir sterben. Genau. In Liebe sterben. Groß sterben. Aber eigentlich könntest du allein sterben. Okay. Ich schaue dazu beim Sterben. Okay. Nachdem ich schon alles geleistet habe heute. Schön war's. Bin ganz verliebt.